Niederfrohna wurde den Jüngsten der Gemeinde wieder ein besonderer Empfang bereitet mit dem traditionellen Babytreffen. Seit vielen Jahren ist das jetzt schon eine sehr schöne Tradition, dass wir bei uns hier in der Begegnungsstätte Lindenhof junge Familien aus unserem Ort einladen, dass wir uns einfach kennenlernen. Aber zum einen, dass natürlich die Eltern sich kennenlernen, denn die werden sich in Zukunft öfters auf dem Spielplatz sehen. Aber auch, dass sie die Kollegin aus der Kindertagesstätte, die heute hier mit vertreten sind, auch schon mal kennenlernen können und Fragen stellen können, wenn es dann soweit ist, dass das Kind alt genug ist, um unsere Kindertagesstätte Pfiffikus gehen zu können. Wie immer gab es auch diesmal ein Begrüßungsgeschenk, das Gemeinderäte überreichten. Über Nachwuchs freut sich jede Kommune. Wir haben heute 9 Familien da. Insgesamt sind innerhalb eines Jahres 13 Kinder geboren worden. Das ist für eine Gemeinde wie Niederfrohna, denke ich, eine ganz gute Zahl. Und ich freue mich, dass wir so viel Nachwuchs im Dorf haben. Und das passt auch zu unserer Strategie, denn wir sind dabei gewesen, im letzten Sommer beispielsweise unsere Horträume in der Schule zu ertüchtigen. Die Schule, wo die Kinder irgendwann hingehen, auch zu sanieren. Aber auch im Kindergarten tun wir viel dafür, dass wir auf dem aktuellen Stand sind und dass sich die Kinder, aber auch unsere Erzieherinnen wohlfühlen. Das Besondere an unserem Kindergarten ist auch, dass wir den gesetzlich vorgeschriebenen Betreuungsschlüssel einhalten. Und das merkt man auch an der Qualität in der Betreuung. Und hört man auch, dass eben viele Familien, die eben nicht aus dem Ort sind, gerne zu uns nach Niederfrohna kommen wollen. Rund 200 Kinder werden zusammen in der Kindertagesstätte und im Hort betreut, für die viel getan wird, dass sie sich in der Gemeinde wohlfühlen. Ja, es entwickelt sich immer alles weiter. Wir haben jetzt zum Beispiel geplant, im nächsten Jahr auch den Spielplatz, der vor dem Kindergarten ist, zu ertüchtigen, neue Spielgeräte anzuschaffen, dass im Prinzip das Gesamtensemble zwischen Kindergarten, Rathaus und Schule sich so entwickelt, dass sich Eltern und Kinder und natürlich auch wir als Verwaltung wohlfühlen. Was die Einwohnerentwicklung in Niederfrohna betrifft. Die Kinder, wo wir heute gemeinsam hier zum sozusagen Kaffeeklatsch der jungen Familien sind, sind viele, die jetzt auch schon hier wohnen. Zum Teil auch das zweite Kind, das im Haushalt jetzt angekommen ist, in der Gemeinde angekommen ist. Wir hoffen ja auf unsere 2 kleineren Wohngebiete, die entwickeln zu können, dass dann auch nochmal echter Zuzug bei uns in Niederfrohna erfolgen kann. Da wird sich demnächst der Gemeinderat auch damit beschäftigen. Und ich hoffe, dass wir dann vielleicht in unserer jungen Familiengesellschaft noch mehr werden, die in Niederfrohna zueinander finden. Und man so auch in den nächsten Jahren wieder viele Babys begrüßen kann. Mit den 13 Neugeborenen, die wir haben, in einem Jahr etwa, denke ich, stehen wir im Landkreis mit vergleichbaren Kommunen gut da. Viele klagen bereits, dass der Nachwuchs nachlässt. Das können wir noch nicht so feststellen. Auch die nächsten Schulklassen der Schule, die sind gesichert, auch mittelfristig bis langfristig sogar teilweise schon. Und da sind wir sehr zuversichtlich, dass wir auch den Kinderstand halten können. Deswegen ist es ja so wichtig, dass ein Ort attraktiv bleibt, dass eben auch junge Familien sagen, Mensch, hier ist alles da im Ort und deswegen möchte ich gerne hier ein Haus bauen oder in eine Wohnung ziehen.